ganz ehrlich. Aber schon toll. Sieht ja noch ganz gut aus. Dime. Ja? Sagen die Dime. Die Telefon an entgegennehmen. Das heißt ja, Dime heißt Sage. Sag es. Ja. Oder sprich. Ne? So Aufforderung. Sprich. Ah. Ja, ich meine, man hat hier, du siehst es ja, ne, was man hier für einen Aufwand getrieben hat, ein Geld investiert hat. Das ist wirklich, das war auch sehr, und wie gesagt, es war sehr umstritten, sehr umstritten. Das ganze Ding hier. Und auch selbst wenn es so umstritten war, hat man es durchgezogen. Und ich bin dennoch froh, dass man es durchgezogen hat, weil die Stadt hat einfach damit ein Wahrzeichen, was es in Deutschland so nicht gibt. Also, da jetzt wieder ein Einkaufscenter ist, weiß ich nicht. Ich muss mich eben orientieren. Ich gehe auch nicht mehr mit rein. Das ist eine viel zu riesige Entfernung hier alles. Was denn? Ja, hier ist kein, wo ich mal eben 5 Minuten hinlaufe. Ich muss ja auch noch sehen, wie ich hier wieder wegkomme. Du auch. Ich bin eine halbe Stunde hinter jetzt gelaufen von der Haltestelle. Ja, es muss unterhalten werden, das irgendwie. Wahnsinn. Ja. Ja, wie gesagt, man hat sich da, man hat hier damals wahrlich geplatzt. Und es war auch seitens Madrid, war das auch nicht unumstritten, weil Madrid hat als Zentralregierung natürlich auch was dazu gegeben an Geld. Ne? Hierfür. Alleine hätte die Stadt Valencia sich das nämlich gar nicht leisten können. Bueno. Weißt du, was das ist? Das ist das Kino. Dieses Blaue ist das Kino. Die gehört da auch noch irgendwie dazu. Die gehört dazu. Die hat man für 400 Millionen Euro Geld, spielt ja keine Rolle, hat man die gleich mitgebaut. Alles für teuer Geld errichtet. Mama. Das hast du nicht mal in der Hauptstadt, sowas. Architektonisches Mama. Punt de Vacunatio, das ist ein Impfzentrum. Da drüben ist ein Impfzentrum. Ja. Ja. Lass mal hier weggehen. Wir haben hier leider nichts zu suchen. No. Sauerlicherweise. Ja.
Guck, mit Kantediener versorgen. Ja. Ja. Ja, natürlich. Das ist. Ja. Das ist. Schon grandios. Toll. Ja, wo gehen wir jetzt lang? Wir haben ja jetzt eigentlich alles gesehen. Wo ist jetzt dein. Mein Einkaufscenter ist, wenn wir jetzt hier hochgehen. Ich meine, wo landen wir da? Wie kommen wir da weg? In der Nähe ist eine U-Bahn-Station. In der Nähe? Amistad oder Aragon ist da in der Nähe, ja. Sicher? Ja. Ja, aber wo soll denn das Center hier sein? Hinter diesem